Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge LS 17 im Multiplayer-Projekt mit Maurice. Hallo. Hallöchen. Naja, weiter geht's in die nächste Route. Genau. Ja. Es hat sich mal wieder einiges verändert. Wenn ihr unseren, oder wenn ihr meinen Zeitraffer gesehen habt von Sonntagabend 18 Uhr, ich habe nämlich heute Morgen geplant, dann habt ihr einiges gesehen, dass wir jetzt wieder ein Feld mehr haben. Ja, ich habe gerade noch gute 2 Stunden offline gespielt, bevor wir jetzt hier angefangen haben. Ja, warum nicht? Hast du gesehen, Maurice, das neue Franzosen-DLC für Dings ist da, für ETS? ETS. Also ich habe es gesehen, aber kauf nicht. Ich habe dir doch gerade gezählt, dass ich gute, ja, so 6 GB gedownloadet habe. Ja. 5,5. Ja, ich war bei crackgame.org gestern Abend, hab gesehen, oh ja, guck sie das mal an. Habe ich mir mal die ganzen Dateien gedownloadet, werde ich gleich mal testen. Okay, schön. Ob das funktioniert oder nicht. Ja. Was kostet das denn? Das DLC rein 20 Euro. Alles klar. Ich habe jetzt mal gedacht, Frankreich DLC ist auch ein bisschen kacke. Das ist doch für deinen Heimatort genau das Richtige. Halt die Fresse, halt einfach die Fresse. Einfach still sein. Nee. Ja, wir haben ein paar neue Fahrzeuge, wir haben Geld, wir haben ein Güllefass. Wir haben Geld. Geld. Wir scheißen Geld, nein. Wir kommen aber über die Runden, sage ich mal, mit Ausgaben, Eingaben. Ja. Haben wir so gute 5000 Euro am Tag und plus. Da ist unser neuer Teleskoplader. Oh, hat der Skopler noch gar nicht gesehen. Okay. Ja, Tab rein, der ist leer. Dazu habe ich dann eine Schippe und... Boah, geiles Sexrot. Weil ich habe ja gedacht, komm, holst du den, weil ich habe ja Mist gefahren. Offscreen, das habe ich nach dem Flügen gemacht. Da habe ich gedacht, komm, nehme ich jetzt nicht mehr auf. Boah, ich mal direkt, du hast zu viel Zeit gehabt. Nee, das habe ich sogar noch gemacht, wo ich in der Schule war. Also, das war alles sogar noch in den Tagen, wo ich Schule war. Also von daher, Zeit ist relativ. Neustadt warst du heute wieder da, oder? Aber noch nicht. Auch noch nicht. Nein, immer noch nicht? Okay, hab ich ja meinen Kalender eingetragen. War auch noch nicht Neustadt. Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich extra einen Kalender eingetragen. Ich werde wahrscheinlich auch heute nicht drauf kommen. Oh, da muss ich das eigentlich ja mal verlängern. Eigentlich müsste ich trotzdem mal nachgucken, wie es aussieht. Ich habe seit Donnerstag nicht mal mehr in meine Mails reingeguckt. Ne, seit Donnerstag, seit Dienstag nicht mal mehr in meine Mails reingeguckt. Also. Oh, hängst du irgendwie ein bisschen hinterher, ne? So wichtig kann ich sein, wenn irgendwas Wichtiges gekommen wäre. Hätte ich das schon. Eine Notalarm melden. Ja, ich bringe jetzt seit Sojabohnen weg, ein bisschen Geld reinzukriegen. Ja, ich befülle jetzt gerade mal unser Güllefass und werde jetzt Gülle fahren. So, noch ein Häfig gleich mal Markt beim Rubbern und Sehnen oder ist schon? Nee. Ich muss jetzt erstmal Gülle fahren, also ganz entspannt. Ja, stimmt, du hast erst noch Gülle. Wo bist du denn? Gerade am Auftanken. Ja. Unten bei den Kühen. Ja. Weil das geht mit deinem ein bisschen zügiger, weil ein paar kmh schneller ist als meiner. Ja, 10. Mhm. Ja, passt schon so. Aber 10 kmh. Wer hat denn die Sämaschine ach so toll hier hingestellt? Meine Wenigkeit. Alles klar. Ja, meine Wenigkeit. Ich weiß gar nicht, wann ich es aufgenommen habe. Samstag? Müsste Samstag gewesen sein, wo ich das gemacht habe. Ne, wann habe ich dir denn das Bild geschickt? Das finden wir doch mal heraus. Ja, Samstag, glaube ich. Müsste Samstag gewesen sein, bin ich. Samstag. Was war das denn für ein Tag? Ha! Genau, Marc, schau einmal nicht. 3. Dezember. Das war Sonntag, ja. Nee, Samstag war das, ja. Ja, sag ich doch, Samstag. Natürlich, der Mann fährt sich jetzt erstmal voll Kanne fest, weil er einmal auf sein Handy schaut. Ach, ey. Natürlich komplett mit dem Güllefass jetzt, dass hier juckelt, ey. Das Junge, ist Junge, jetzt fahr ich aber auch gerade hier nur. Bisschen hoch die Rampe hochgesprungen hier. Ja, jetzt aber. Na, schon besser. Na, 1000, ja. Wie viel brauchen wir? 1 Million? Jetzt ja nicht mehr ganz.
Wir brauchen Geld. 500.000 für einen vernünftigen Häcksler. Ja, kommt drauf an, ob wir den Dings haben wollen, den New Holland oder Krone. Obwohl, ich habe eigentlich noch nicht mal nachgeguckt, ob irgendwelche Mod-Häcksler es gibt, denn das wäre jetzt auch mal was. Also 220.000 brauchen wir allein für einen Häcksler, okay. Ich habe auch noch ein bisschen was im Lager, verkaufe ich dann erstmal, was wir nicht brauchen. Also wir schaffen es heute auf keinen Fall, uns einen Häcksler zu leisten, weil dann würde ich nämlich nachher mal... Nee, aber schon mal alles verkaufen. Schon mal. Ja, da wir eh... Ja, wir können eh nichts mehr lagern, das ist ja gerade unser Problem. Weil mehr als 100.000 geht ja verkaufe ich ja schon wieder blöd. Ich hätte gerne einen zweiten Anhänger, naja, egal. Kannst du dahinter noch einhängen? Ich schon mal schau gerade. Ja, kann ich. Ich hab mir schon mal überlegt, um uns nicht nur einen Anhänger zu kaufen. Das habe ich mir nämlich schon mal gedacht. Aber von mir aus. Das habe ich nämlich auch heute. Es ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Auf Geld ab und zu wie Asche, Schleppe auch wie sonst, aber einen Anhänger. Kannst mit Gülle was heizen wie sonst noch was. Das ist für uns auch echt eine Plage. Allgemein verbraucht MLS relativ wenig Gülle und wenn du noch mit 20 km/h das Feld heizt, das wird Gülle fast bei den so drei Feldern nicht mehr leer. Hm. Ist mir auch bei Mist aufgefallen. Also ich habe für die beiden Felder unten für Feld 15 und 16 brauchte ich beimal, also anderthalb Ladungen ungefähr. Wagenladungen. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug, also. Nein, ne. Und was wir wollen, wenn wir mal 1000 Euro über haben, brauche ich eine Kettensäge. Haben wir doch. Haben wir eine? Mhm. Wir haben noch mal die Bäume gefällt. Ach, ich habe gar keinen Sound an, merke ich gerade. Oh. Ah, jetzt. Wir haben doch die Bäume gefällt, der brauchten wir doch. So, denn da ist der Drescher nämlich heute mehrfach gegen gejuckelt. Hab ich gedacht, komm. Ich habe nämlich die letzten paar. Ich habe echt ohne Sound gespielt, das ist ja Wahnsinn. Ja, mal fahr verkehrt. Kann ich ja jetzt eine Ankündigung machen, ne? An dem Video, fällt mir gerade an. Für was? Ja, liebe Damen und Herren, da brauchst du vor die Fernseher, und zwar nächstes Jahr, also ab Anfang nächstes Jahres, etwas Neues auf unserem Kanal geben. Und zwar ist geplant, dass ein ja, wie heißt es? Du musst es mir sagen, ich kann es dir jetzt nicht aus den Lippen lesen. Ja, jetzt mal wieder an. Und zwar gibt es ab nächstes Jahr dann Stadt um sie, gibt es dann City Car Driving Simulator. Jetzt, gerade zu unserem Aufnahmezeitpunkt noch als gecrackte Version. Ich habe leider herausgefunden, dass man da keine Mods installieren kann. Aber dadurch, dass Steam ja die Weihnachten immer ja. Der Weihnachtssale beginnt am 22. Oder am 23. Marc, wir haben ein ganz kleines Problem. Das hält sich in Grenzen. Bei mir läuft es ziemlich. Nee. Ich habe einen gekauft, ich kann doch nicht ankuppeln. Ich habe einen gekauft, aber nicht für. Ist doch zum Heulen. Habe ich einen gekauft und kann ihn nicht anhängen. Nee. Da verkaufen wir beide und kaufen unsere größeren. Was willst du davon? Mach. Alter, das bringt uns so nichts. Der sieht gut aus. Einmal mit Fachmännern arbeiten, ey, bitte. Ja, ne? Ich hoffe jetzt die kleinen Dinger hier. Im Bock, also. Du fährst ja mehr rückwärts als vorwärts mit. Kauf bloß keine Drehschemel. Nee, keine Drehschemel. Nee, keine Drehschemel. Ich bin nämlich auch nicht der Profi in Drehschemel. Nee, ich auch nicht. Also, komm überhaupt bloß ab mit Drehschemel, Alter. Dann rast dich aber aus. Aber wundere mich nicht, wenn der Sound zu geil ist, denn ich habe herausgefunden, damit meine Stimme sich nicht so kratzig anhört, weil ich gerade eine Floppe vorher geraucht,
Und zwar muss ich einfach ganz leise und dezent ans Mikrofon sprechen, so wie jetzt. Und nicht so rumschreien, wie ich sonst immer getan habe. Ja, man merkt direkt im Ausschlag des Aufnahmeprogramms. Ja. Denn dann hört sich das nämlich sehr scheiße an. Habe ich in einer Umsichtfolge mal herausgefunden, was man nicht alles in Umsicht herausfindet, wa? Du musst mir aber dann nochmal irgendwann mal genau sagen, wie das Projekt heißen wird. Dass ja, ich das in meinem Plan mal ändern kann. Denn ich habe die Rohdatei vor kurzem auf meinem PC wiedergefunden, nachdem ich mein Windows neu installiert habe. 97.000, also da waren gar keine so großen Verlust gemacht. Nee, auf jeden Fall werde ich mir dann auch Syndicate Driving holen vor Weihnachten. Also für Weihnachten dann. Und wir müssen immer noch überlegen, was wir als Weihnachtsprojekt machen, dann brauchen wir auch noch nichts. Ja. Und dann werde ich da mal ein bisschen spielen. Oh, jetzt haben wir mal größeren, jetzt haben wir mal vernünftigen. Ich wollte auf den Schneemod aus. Es gibt auf Mod-Hots, da habe ich heute gesehen, als ich beim Arzt war, Schneemods. Wollte ich mir mal angucken. Okay. Ja, Feuerwehrprojekt, es kann sich dann noch um einem Jahr dauern, bis da was passiert. Da ist gerade zwei Mods, es für bei Mod-Hots ergibt. Okay, Feuerwehrmods technisch. Mir ist ja auch noch nichts aufgefallen. Und auf der anderen Seite ist auch noch nicht so viel. Von daher müsst ihr euch dann noch ein mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr gedulden, bis da was kommt. Das nur mal als Androhung vorab. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ja. Dann machen wir jetzt mal weiter mit unserem Wort zum Dienstag. Ne, zum Montag. Ja. Ist eine Montagsfolge. Ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt Häcksler bald und dann haben wir bald schon mal einen Fuhrpark zusammen, nicht? Und dann geht das dann immer weiter und weiter, wie geht sich dann? Ja, Häcksler ist jetzt so der nächste größere Abschnitt. Ja, und ja, ich freue mich schon. Weißt du eigentlich, was für Form Häcksler bräuchten? Das ist Maislegemaschine. Was nützt uns nichts, wenn wir kein Mais haben? Wenn wir kein Mais legen können. Das stimmt allerdings. Quanta Costa, ich will gar nicht wissen, was die kostet. 50.000, 60 vielleicht. Kommt drauf an, welche du haben willst. Ich schau mal, immer mehr Zeit. Mal Zeit, ich fahr wie so ein Idiot vom Feld zum. Maschinen. Locker flockig, erstmal verkehrt gefahren. Ich will endlich, dass die Bindelbach rauskommt. Ich will Mapwechsel machen. Aber wir müssen gleich mal schauen, ob mein Sound auch richtig ist. Und mit meiner leichten Erkältung, ob das so noch im Rahmen hängt. Mais hat das. Wie teuer ist denn das Schätzchen? Sämaschine. Oh, 121.000 die größte. 29.000 die kleinste. Oder 61.000 in der Mitte. Ey, doch. Die Federstedt ist ja für Mais. Ja, 61.000, okay. Ja, dann können wir uns hier als erstes mal kaufen. Ich würde sagen, können wir uns das als einziges aktuell erstmal diese Maschine leisten. Nichts anderes. Dann nochmal 300.000 nochmal für Exler und ist. Das heißt, 360.000 Zacken brauchen wir. Hört sich schlimm an, aber es ist macht. Unsere Bäume liegen da immer noch, fällt mir gerade auf. Wir müssen die auch mal wegräumen. Oder sind die schon weg? Nö, ich hab sie nicht weggeräumt. Du hast recht, die liegen da schon ein paar Tage, ja. Ja. An die 52. Seit fast Anfang unseres Projekts, wie viele Folgen haben wir? 40 jetzt bald? Kann ich dir gleich sagen, denn wir müssen gleich eh abmoderieren und dann kann ich mal kurz in meiner Rohdatei-Ordner mal einmal reingucken. Ich meine, es müsste jetzt bald die 40. Folge sein. Nein! Das heißt, sie liegt eigentlich fast seit der, glaube ich, 50. Folge oder so haben wir die ja. Also seit knapp 52 Spielstunden. Mal so ganz grob, denn unser Spielstand müsste so 52,5 Spielstunden haben aktuell. Ja.
Also gute zwei Tage. Du hast doch noch gar nicht unseren neuen schicken Anhänger gesehen, ne? Nee, auch noch nicht. Ich komme aber. Ja. Warum? Ja, komm mal gleich zum Hof und dann. Ich fahre da jetzt eh hin. Weil ich jetzt ja gerade eben im Güllefass wiederkomme. Ja. Aber so, du darfst abmoderieren. Ja, das war's auch mit der nächsten Folge von unserem L17-Projekt. Wenn euch die Folge gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben, schreibt mal in die Kommentare. Gute Besserung für Marc. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Und bye, bye. Tschüss.